Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podracer. Ich habe es mir doch noch alles überlegt. Erstmal keine Pause. Weil ich habe meinen Renner aufgerüstet und Boris Raw kann einpacken. So viel sei gesagt. Außer da kommt so eine Abfuckstrecke. Aber ich habe alles aus dem Biest an Geschwindigkeit, Beschleunigung und Händen rausgeholt, was geht. Kühlung habe ich vergessen. Und Bremse. Aber ich glaube, das merkt man. Wow, zu schnell für diese Welt. Nein! Wo ist der Erste? Man hat ihn gar nicht gesehen. Na du? Du langsame Krücke, du. Super, dein neuer Slime. Ich brauch gar nicht mehr boosten. Das Ding geht so ab, Alter. Das Ding geht so ab. Ist der Bulbas Zweiter? Oh mein Gott. Mach's gut, Alter. Du bist... Du alter Recken. Du kannst immer noch. Oh, oh. Fuck. Ich glaube, ich sollte jetzt bei dem Racer rausfinden, wo die Bremse liegt. Okay, auf B. Liegt nahe. Früher waren meine ganzen Podracer alle so eine Schlappen! What the fuck? Was ist das für eine Strecke? Die kenne ich nicht, Leute. Ich kenne sie nicht. It's a new last record. Ich habe einen riesen Vorsprung. Das liegt aber auch daran, dass die Kurve... Das wirkt jetzt so groß, weil... Der Racer, wie sagt man das am schönsten? Am unverblümtesten. Die Rennstrecke so kurz ist. Ihr seht ja auch, wie schnell jetzt mein Vorsprung schwindet. Bam, was für ein Riesenschritt die aufgeholt haben. Aber er ist schon echt nicht schlecht jetzt von Masku, muss man sagen. Wow. Wachs in der Luft. Ich wollte abkürzen in der Luft, aber da war eine unsichtbare Wand. Passiert. Jetzt mit dem neuen Racer gibt's Schlimmeres, muss ich sagen. Manning hat jetzt eine wunderschöne Endgeschwindigkeit, die ich jetzt auf dieser Strecke leider nicht zeigen kann. Sind wir 2 Minuten? Dann kann ich ja diesmal sogar 2 Rennen schaffen, wenn das die nächste Strecke jetzt nicht so der Überabfuck wird. So. Das Gute ist, dadurch, dass er so eine überkrasse Endpace hat, verliert er bei Reparaturen nicht so viel. Ich bin immer noch schneller als Anakins Endpace in der Reparatur. Jetzt wieder der gleiche Spaß. Nur diesmal spiele ich mit. Sebulbas Zweiter, oder? Das ist doch Sebulbas Flagge. Die rote mit dem schwarzen Strich. Großer Fehler. Ich wollte gerade... Fuck! Geplant! Nicht. Ich wollte gerade auf die Uhr gucken. Das zerstört mir im Endeffekt mein Rennen, dass ich kommentieren muss. Plus... ja, wie sagt man das am besten? Oh, Bulls Roar. Ihr seht auch immer, Bulls Roar, wenn er dran teilnimmt, ist er auch relativ weit oben dabei. Anders ist Sebulba. Sebulba hat große Schwankungen. Sebulba hat halt einen schnellen Renner und entweder er ist vorne dabei, wenn die Strecke einfach ist und wenn sie komplex wird, dann kackt er ab. Barunda! What the fuck? Rankentor. Okay. Das wird ein Spaß. Oh mein Gott. Nicht so eine Strecke. Halt die Fresse, Anakin. Hier zählt nur die Größe deines Podracers. Das ist nicht der schnellste, der je gebaut wurde. Du laberst, Alter. Du bist so ein großspuriger Typ schon gewesen in Episode 1. In Episode 1 als kleiner Junge hast du es nur besser verpackt unter deiner Haube der Niedlichkeit, weißt du? Du warst immer so ein Spinner. Ich hab dich nie gemocht. Außer als du Darth Vader geworden bist. Nimm und warst du cool. In dem Moment, wo du dich für deinen Sohn eingesenkt hast und das erste Mal ein guter Mensch warst. Wo du wirklich vor eine Probe gestellt wurdest und sie bestanden hast. Die dir das Leben gestellt hat. Du bist so oft durchgefallen. Durch die Schule des Lebens und diese Strecke, ne? Diese Strecke. Sag mal nur, what the fuck ist die?
Die ist richtig what the fuck. Ja, da sieht man die Vorteile von Anakins Renner. Der passt überall durch, weil er so klein ist, weil er so klein ist. Piss dich, Wichser. Dafür bin ich flach. Ich sehe nix. Und ich glaube, bei der Strecke darf ich immer noch schneiden, weil diese Strecke so unglaublich lang ist. Die ist wirklich unfassbar lang. Deine Mutter, Alter! Wobei, deine Mutter ist nett. Ich sag nichts gegen deine Mutter. Deine Mutter ist wirklich nett. Das Einzige, was ich ihr nicht abnehme, ist, dass es keinen Vater gab. Die war einfach nur notgeil. Das war Watto. Wenn du siehst, wie er den Anakin immer schon anguckt. Er muss sein Vater sein. Alter, diese Strecke! Ich bin gleich Letzter. Jetzt erinnere ich mich, warum ich in dieser Klasse nicht mehr teilgenommen habe. Die war mir zu abfuckig. Kann man nicht mit irgendeiner Taste richtig toll sliden oder sowas oder Kurve richtig driftig nehmen? Ich komme nicht rum, das ist alles. Der ist so behäbig. Am Anfang habe ich das cool gefunden, wegen der Triebwerken, weil ich ein bisschen Ruhe hatte mit meinen Fingern an der Steuerung, aber mittlerweile sage ich mir, und Schnick sieht so aus, als würde es für mich kein Geld geben. Und ich habe auch nie behauptet, dass ich alle Rennen im Hund auf den ersten Platz schaffen will. Ich will nur dieses Spiel durchbekommen. Leute. Nur mal so, falls ihr jetzt denkt, der hat bis jetzt alle Rennen gewonnen. Wenn ich mal nicht ein Rennen gewinne, dann gewinne ich das mal eben nicht. Ist dann halt so. Da arbeitet man sich nach vorne und was passiert? Der Podracer bricht auseinander. Alle Wumba, Luja. Große Palusa. Wie kommen die so schnell rum? Das hole ich nie mehr auf. Anakin fährt den allen weg. Dann muss ich schon perfekt fahren. Challenge accepted. Okay, der Wagen wird... der Wagen. Der Racer wird definitiv behäbiger, wenn man repariert. Wäre auch ansonsten unfair. Ganz im Ernst, ich muss mir noch einen zweiten Racer auf reinem Handling, nämlich Anakin, hochziehen. Das bringt so nix. Das bringt gar nichts. Leute, tut mir leid. So. Es tut mir leid, dass ihr dieses Rennen nicht zu Ende habt sehen können, aber die Zeit ruft schon wieder. Wir sind schon bei fast 10 Minuten. Ich kann euch allerdings mal zeigen, wie der Pod aussieht und der ist so heftig von den Werten. Masku, guckt ihn euch an, wie er rumrennt. Das PT1, Masku und das Triebwerk. Das ist der PT1. Was bringen nochmal Droiden? Ich habe übrigens Geld mittlerweile. Oh, you want to buy Petroid, huh? So, ich zeige euch das mal eben. Wie ich finde, ganz nette Werte. Oder? Have you seen my chance cube? Naja, gut. Das wär's für heute, euer Lenius. Over and out.